Guten Abend miteinander. Eier färben und Eier verzieren, das ist ein Osterbrauch, den man schon weit in der Zeit zurückverfolgen kann und der ganz besonders in den osteuropäischen Ländern eine grosse Tradition hat. Frau Herren aus Prag zeigt uns da gerade, wie sie aus diesen gefärbten Eier die klassischen Muster ausritzt. Und so sieht es dann aus, wenn man mit der entsprechenden Sorgfalt und Geduld dahinter gegangen ist. Zum Färben gibt es bei Coop jetzt wieder eine grosse Auswahl an Eierfarben und Naturhölzer. Und mit den Stäbchen zum Malen und Tupfen oder mit den dekorativen Abziehbildern arbeiten sogar die kleinsten Künstler richtige Kunstwerke, wo man dann auch den Osterbaum damit schmücken kann. Neben den Eiern haben natürlich auch die Hasen ihre grosse Zeit. Nicht ganz so seidig wie unser Exemplar hier, aber dafür umso süßer ist die Arni Hasenfamilie, die sie jetzt in ihrem Coop-Laden überkommt. Man kann auslesen zwischen grossen und kleinen Hasen, hellen und dunklen, besonders lustigen oder ganz speziellen. Und nach diesen hübschen Eiern aus feinster Milchschocke, gefüllt mit lustigen Arni-Pralinen in einer grossen Auswahl, kommen wir zu einem weiteren Ostersymbol, das man vor allem in unserem südlichen Nachbarland seit langem kennt, der Colomba di Pasqua oder auf gut Deutsch die Ostertaube. Das feine Hefegebäck passt gut zu einer Tasse Kaffee und eignet sich auch als Geschenk, wenn Sie jemandem einen Osterbesuch machen. Ein Rezept, das sich zum Beispiel ganz besonders gut eignet an Ostern, wenn Sie Besuch bekommen, zeigen wir jetzt Ihnen gerade aus der Studioküche. Eine Fischterrine ist nicht so ganz einfach. Wenn Sie aber Schritt für Schritt vorgehen, dann ist es auch kein Kunststück. Zuerst habe ich Dorschfilet und Crevettes auftauen. Weissbrot ohne Rinde in Würfel geschnitten und in Milchwasser quellen. Das Brot habe ich mit dem Fisch und einem Becher Rahm im Mixer püriert und mit Estragon, Salz, Pfeffer und einem Eiweiß vermischt. Diese Fischmasse kommt für eine halbe Stunde in den Eiskasten. In der Zwischenzeit werden Rüebli und Sellerie in Stängel geschnitten und mit tiefgekühlten Bohnen im Salzwasser knapp gar gekocht. Und dann wird so eine Kekeform lagenweise mit der Fischmasse, den Crevettes und dem Gemüse aufgefüllt. Bevor die Terrine für 60 bis 70 Minuten in den Ofen ins Wasserbad kommt, sollte man sie ein paar Mal auf den Tisch klopfen. So, das ist damit keine Hohlräume entstehen. Vor dem Servieren muss die Terrine mindestens 12 Stunden im Eiskasten ruhen. Sie haben das Rezept in der Coop-Zeitung und am besten fangen Sie schon einen Tag vorher an. Viel Spass! Das wäre es für heute. Viel Vergnügen beim Eierfärben und noch weiter. Einen schönen Abend. Verpassen Sie aber Coop Aktionsangebot nicht, das wir Ihnen jetzt gerade noch zeigen. Zum Anfangen das aktuelle Blumenangebot. Bei Coop kommen Sie so einen Tulpenstrauß über für nur 3,90 €. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Quickschäufli, das Kilo statt 24,50 € nur 21,50 €. Und Quickrollschinkli per Kilo statt 25,50 € nur 22,50 €. Eine Boxe Dash 3 Vollwäschmittel statt 18,90 € nur 14,90 €. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag alle Äpfel in der Tragtasche an 2,5 Kilo 1,50 Franken günstiger. Zum Beispiel 2,5 Kilo Golden Delicious statt 7 Franken nur 5,50 €. Auf Wiedersehen!